hat sein helles Licht bei der Nacht. Guck mal, das ist ein Walzer. Hi, grüß dich. Von mir. Haben die unten Werbung gehabt? Wetter für die Vokale. Regionalliga-Stimmung, ne? Aber das war richtig cool. Ich hier schon mit der S-Bahn hin, stand ich da hinten an der Bierbude, sehe ich doch von Kampmann die Security, hat sie mich da durchgeführt, oben durch die VIP-Lounge. Okay. Ich hätte auch da sitzen können. War gut. Oh. Ja, was ist denn? Haben die hier keine Stimmungslieder? Liebe Fußballfreunde, ein herzliches Willkommen gilt unseren Gästen von der Lohrheide, die sich selber heute als Außenseiter sehen. Aber Vorsicht, die letzten Spiele gegeneinander und die besondere Motivation lassen den Spielgegner ganz gefährlich werden. Ja, sowieso. Und so freuen wir uns auf eine interessante Partie und begrüßen dazu die Mannschaft, den Trainer Farah Toku und sein Team, die offiziellen Funktionsträger und die Fans und Freunde von der SG Wattenscheid 09. Herzlich willkommen. Hey. Und hier ist die Ausstellung der Gäste. Und aufgepasst, das ist keine alte RWE-Ausstellung. Aber wir freuen uns, viele Ehemaliger heute hier auf dem Platz wiederzusehen. Hier ist also die Elf von Wattenscheid 09. Im Tor ist die Nummer 1, Florian Kraft. Die Nummer 3 ist Tolga Kokosa. Mit der Nummer 4 spielt Norman Jakubowski. Nummer 5, Boris Tomiak. Nummer 6, Matthias Tietz. Die Nummer 7, Emre Jeselova. Die Nummer 8 ist Cello Diallo. Und der Nummer 10 spielt Berkan Canbulut. Nummer 17 ist Jeffrey Obst. Der Kapitän ist die Nummer 18, Nico Buckmeier. Und die Nummer 22, Yannick Geisler. Auf der Bank der Gäste sitzen die 24 Baron KG, die 2 Philippe Aguari, Nummer 11 Junior Kaya, die 13 Nicolas Hirschberger, 14 Luis Ferlings, 19 Marvin Stuttrucker und die Nummer 23 Jonas Aquistapace. Aquistapace, ole, muchacho. Der junge Mann da unten, der hat seine Strafe abgegeben. Der Dicke da. Ja, ja. Der Herr, der die Kamera noch 10 Minuten bis zum Abschluss.
einer guckt jetzt von ganz oben auf uns herunter und kann mit einem Blick sowohl die Lohheide als auch das Stadion an der Hafenstraße sehen. Und er freut sich, genauso wie wir alle hier, auf das Nachbarschaftsduell. Hier ist der Opa Luszewski. Oh, der Opa. Opa. Was ein langweiliges Lied, ne? Ist das Lied langweilig oder ist das langweilig? Ey? Wenn du mitsingen willst. Wenn du dicker bist. ÖBE. Rot-Weiß essen, picken und vergessen. Und Schluss. Komm jetzt hier! Werd ihr schon langsam nervös? Noch einmal herzlich willkommen zum Spiel gegen unsere Nachbarn aus Wattenscheid, die uns heute einmal mehr herausfordern wollen. Entzücken werden wir euch. Manche vom Angstgegner. Angst, so ein Quatsch. Als Scheißt euch in die Hose. Genügend Selbstvertrauen, um auch diese Aufgabe erfolgreich meistern zu können, oder? Mit eurer Unterstützung. Also, seid ihr bereit? Nein! Dann lasst uns gemeinsam die Mannschaft vorstellen. Hier ist die Aufstellung von RW. Scheiße! Unser Trainer ist Christian Arschloch!
Arschloch! Mit der Nummer 15 im Tor ist Marcel! Arschloch! Die Nummer 6 ist heute auch Kapitän, nämlich Dennis! Arschloch! Unsere Nummer 7, das ist Kenny! Arschloch! Mit der Nummer 9 in der Sturmspitze, Marcel! Arschloch! Unsere Nummer 10 ist Jan Lukas! Arschloch! Die 14 auf dem Rücken hat Daniel! Arschloch! Mit der 18 ist aufgeboten Amara Conde! Schwester vom Arschloch! Die Nummer 24 hat Alexander! Arschloch! Und die Nummer 31, das ist unser Neuer von Eintracht Braunschweig gekommen. Und deswegen begrüßen wir ihn ganz besonders, wünschen ihm viel Glück und Erfolg bei uns bei RWE. Die Nummer 31, da!